Es muss bedeutsam sein. Wenn das so ist, dass man nur dann was lernen kann, wenn es bedeutungsvoll ist, dann heißt das, dass es unter die Haut gehen muss. Was man bedenken muss, ist, dass Kinder ungefähr 20 bis 50 Mal am Tag so einen Zustand bekommen, wo es ihnen total unter die Haut geht, wo sie vor Begeisterung über sich selbst und über das, was sie da wieder mal hingekriegt haben, in einen rauschartigen Zustand kommen. Und unter solchen Bedingungen, wo man sich an etwas begeistert, werden im Hirn die sogenannten emotionalen Zentren aktiviert. Das ist die Gießkanne im Hirn mit dem Dünger, damit das, was man erlebt, auch wirklich ins Hirn sozusagen eingearbeitet werden kann. Und wenn die Gießkanne im Hirn nicht angeht, da können Sie versuchen, auswendig zu lernen, was immer Sie wollen. Es bleibt nicht hängen. Heißt, es muss über die Haut gehen. Dazu muss es einen am besten begeistern. Und nur dann geht die Dünger-Gießkanne im Hirn an. Diese Art von Beteiligung, die wirklich dazu führt, dass man sich für die Welt öffnet, dass man sich selbst als kleiner Entdecker und Gestalter dieser Welt fühlt, die heißt Begeisterung. Die hat einen richtigen, schönen Namen und den sollen wir auch einfach nicht weglassen. Wir können natürlich auch emotionale Zentren im Hirn von Kindern dadurch in Gang bringen, dass wir sie bestrafen oder belohnen. Das sind dann die üblichen Abrichtungs- und Dressurmethoden, die auch nur dann funktionieren, wenn wir die emotionalen Zentren in Gang bringen, aber eben mit Belohnung und Bestrafung. Und das heißt, Kinder, die mit Belohnung und Bestrafung erzogen werden, werden abhängig von der Belohnung oder aber von der Bestrafung. Die lernen nicht aus sich selbst heraus. Und der einzige emotionale Zustand, der dazu führt, dass Kinder aus sich selbst heraus diesen wunderbaren Schatz der frühen Kindheit weiterentwickeln, dieser einzige emotionale Zustand heißt Begeisterung. Und wir haben bei den kleinen Kindern es ganz offenkundig so, dass die zwei Haltungen mitbringen auf die Welt. Und die nennen wir immer Neugier, das ist eine Haltung, diese Entdeckerfreude und diese Gestaltungslust. Das sind sozusagen zwei Haltungen, mit denen die in die Welt reingehen. Die haben diese Erwartungshaltung, dass sie da draußen in der Welt genug zum Entdecken finden und dass sie dort auch Menschen finden, denen sie sich zugehörig fühlen. Das sind nämlich zwei Grundbedürfnisse, dass man als kleines Kind und später auch als erwachsener Mensch eine Welt erleben möchte, in der man erstens Aufgaben findet, an denen man wachsen kann. Dass diese Erwartungshaltung, ich bin jemand, der sich entfalten kann, auch gestillt werden kann. Und das Zweite, dass man Gemeinschaften braucht, in denen man sich zugehörig, aufgehoben und gebraucht weiß. Das ist diese Erwartungshaltung, dass man irgendwo dazugehört. Verbundenheit. Also was wir immer denken, was ausreicht, ist, wenn die viel wissen. Das reicht sich definitiv nicht. Dann denken wir immer, es würde ausreichen, wenn sie Kompetenzen hätten. Also Sachkompetenzen oder Lesekompetenzen oder irgendwelche Kunst- und Musikkompetenzen reicht auch nicht. Was die wirklich brauchen, ist noch eine Stufe höher angesiedelt im Hirn. Die brauchen eine Haltung, die brauchen eine innere Einstellung. Und diese innere Einstellung müsste so aussehen, dass sie Freude daran haben, wenn es ihnen gelingt, Kinder, und jetzt kommen die drei entscheidenden Worte, einzuladen, zu ermutigen und zu inspirieren, sich als kleine Weltentdecker auf den Weg machen zu wollen.